So. Operation Selbstversenkung läuft. Okay, interessant. Auf der rechten Flanke, also zerstöre Kreuzer nach C rein. Beide Schlachtschiffe auch rechts rüber. Oha, Und A Polonia wird auch. nur von einem Zerstörer contestet. Ja. Ja, von einem Zerstörer, Bei genau. mir Der sieht's Kreuzer ist folgendermaßen. so auf 7:30 irgendwie da. Bei mir sieht's folgendermaßen aus. Galant Leander gehen Richtung B, die beiden Schlachtschiffe bewegen sich auch Richtung C mit der Galisionär und Fahrergut, aber natürlich mit einem relativ großen Abstand. Kann sich natürlich noch umentscheiden, aber momentan der Stand der Dinge ist C momentan für die Galli und die Fahrergut. Ja, da geht's gleich richtig zur Sache. Ja. Das Hospili, ja genau, es ist ohne CV. 6 gegen 6. Vielleicht nochmal so als Erinnerung: maximal 2 Zerstörer und 2 Schlachtschiffe. Ist der Renegade alleine? Oh, da kommt Korps. Renegade hat eine Galisinär im Hintergrund. Ah ja, okay, der öffnet jetzt auch das Feuer auf die Fabriki. Die Purse ist auch da. Okay. Glaube ich, ein Schiff ein Torp gefressen, wenn ich richtig geguckt habe gerade, von der Explo. Kann das sein, dass bei dir DD oder die Links ein Torp gefressen haben? Nee. Bei C? Zurzeit. Nee, alles gut. Alles gut? Okay, dann war es Alles eine Insel. gut. Was ist Insel? Genau, Ich ja. hatte nur gerade einen Torpedo explodieren sehen, deswegen. Okay. Nee, Zwei alles Torpedos gut. laufen noch. Eine Salve Torps kommt rein Richtung Fahrergut. Au, 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 au. Okay, sie konnte dodgen. Okay. A wurde jetzt genommen. Das finde ich interessant. Ja, jetzt müssen Leander und Galland, die müssten jetzt gucken, dass er wieder A geht, wenn da nur ein Schiff ist. Farragut geht auf. Wow. Aber Arizona noch sehr alleine da. Farragut wieder zu, weil die Fabuki sich jetzt einsmogt. Finde ich gut. Auch Oh, genau. wegzukommen. Yo, 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 yo. Ja, wenn der Renegade jetzt schlau ist, guckt, dass er Torps in den Nebel reinschickt, in die Gasse. Ja, aber Und ein. Fubuki macht sich, gibt Fersengeld. Also er. Mal gucken. Okay, er Ob schickt er sie auf jeden Fall nicht versucht. in die Gasse, er schickt sie hoch zur Leander oder was da oben stand. Okay. Komm jetzt. Oh, jetzt kommt Torps. Er fährt auch Oder raus aus dem Capkreis. Finde ich gut. er hat aber auch einen breiten Fächer geworfen. Der Die Fubu mit Purse der Tactical Fahrergut. Beaching, aber das wird nicht reichen. Da kommt ein Torp und er trifft beim Ritter Georg. Alle hopp. Autsch, einer hat getroffen. Autsch. Ja. Sehr interessant. CT ist aber noch geblockt. Das heißt, da ist definitiv noch die F Dings im Cap drin. Und da kommen die Torps auf die Die Fahrergut. Fubuki hat getorbt, ja. Sportlich im Ein. Und. Oh, wenn sie nicht aufpasst. Doch, sie kann. Wenn sie jetzt richtig lenkt, kann sie alle dodgen. Ja, sie dodgt Okay, alle. sehe ich jetzt. Oh, da ist gerade eine Leander von der Arizona rausgenommen werden. Herr Imke hat zugeschlagen. Das ist das, was ich sagte. Ich sag, die Arizona ganz alleine. Zwei Arizonas, das ist gefährlich. Jetzt muss die Fahrer gut gucken, dass sie eventuell mit auf die geht. Aber momentan ist sie galant alleine auf die Fubuki nur. Im Hintergrund Gerade noch mal am zwei Schauen hier. Arizonas. Naja, zwei Arizonas, sehr interessant. Die Galant kriegt aber schon Feuer von hinten. Das heißt, B wird schon vom anderen DD eingenommen von euch. Ja. Da ist die Galant, die wird, wenn sie da nicht wegkommt, ziemlich schnell Kreuzfeuer kriegen. Da ist der Tanko wieder in seiner Chino. Von hinten Herr Heimdall in der Bujoni. Das sind, glaube ich, auch die Schiffe, die sie vorher immer gespielt hatten. Ja, C geht jetzt wahrscheinlich an euer Team, ne? Ja, C wird jetzt definitiv an unser Team gehen. Jetzt ist die Frage, was machen Sie daraus? Gehen Sie jetzt durch die Mitte oder gehen Sie jetzt hinten auf die Leander und auf die Arizona los mit drei Schiffen? Das Ja, ist jetzt die Barbarossa ist Frage. auf. Barbarossa, der wird jetzt gucken müssen, was er macht. Entweder erstmal hinter der Insel safe geht, aber dann hat er das Problem von hinten die Arizona und die Fubuki natürlich. Er Ja, nebelt sich da und natürlich. Chino hat da schon mal reingetorbt. Ja, er nebelt sich jetzt auch ein. Und Also der. dort. Ah, er geht vorbei, die laufen vorbei, die treffen Ja, nicht, gehen glaube ich komplett auch. Ja. vorbei. Einzige, So, was das sie heißt, jetzt da machen haben wir kann, jetzt mit so ein der Galant. Stalemate. Das heißt, naja, mit der Insel dazwischen, in der Mitte. Und ja, man hat einmal A, einmal C genommen. Also der einzige Unterschied ist, dass die Leander schon gestorben ist. Genau. Also man hat ein Schiff vor. B ist geblockt, aber die kriegen immer noch die A-Punkte. Das heißt, Cap-technisch kriegen wir 1 zu 1 Punkte. Das gleicht sich aus. B läuft Hier nochmal momentan auf schauen. 0. Also man sammelt sich jetzt bei unserer Seite. Oh, da kommt jetzt die Farragut ist offen.
Aber da ist die gesamte Feindflotte, die müsste jetzt da aufgehen, ne? Aus deiner Sicht. Die ne? Farragut hat genau, ist komplett offen. Ja. Das heißt, die Farragut, dass da alles steht und das ist jetzt sehr fraglich, was jetzt unser Team drauf macht. Im Endeffekt müssen sie gucken, dass sie jetzt die leichten Schiffe raus sind, die Purs zum Beispiel. Ja, ja. Wie viel hat er denn überhaupt? Nur mal ranscrollen hier. Das sind 6000. Ja. Wenn Schlacht nicht viel trifft, ist ein One-Shot. Ja. Purs nebelt sich ein. Problem ist halt jetzt die Frage, aufpassen. Da kommt Torps. Einer wird die Arizona treffen. Ja. Nein. Ganz knapp vorbei. Jetzt wird's schwierig oder jetzt muss man echt aufpassen, dass man hier nichts verpasst. Ja, die Farragut, die wird wahrscheinlich jetzt ihr zeitliches Ziel. Oh ja. Also ich denke mal, die wird da nicht. Der muss jetzt rausgenommen werden, ja. Und damit ist man gleich das zweite. Nein. Oh, 36 HP. Ist noch weggekommen. All you need is 1 HP and a gang. Und die Fubuki hat nochmal ordentlich was bekommen. Und zwei Torpedos. Ja, oh, und da hat Imke ordentlich. So schnell kann sich das drehen, ne? Von nach dem Motto, der eine, die Idee wird rausgenommen, kommt weg. Und die anderen zwei, Arizona und Fubuki, kriegen voll ein eingeschenkt. Wow. Das ist richtig. Das tat weh. Die Treffer taten weh für die Arizona, definitiv. Ja, man ist zwar ein Schiff vor, aber es ist sehr, sehr B ist noch dünn jetzt. B ist jetzt eingenommen worden. B ist, ja, nicht ganz, ist immer noch im Block. Also B ist ja, ist noch im Block, aber man, ja. Also fährt die Galant raus, ist B eingenommen. Definitiv, die kriegen nämlich momentan nur für A die Punkte, B noch nicht. Jetzt ist B komplett. Jetzt ist sie raus, ja. Das heißt, die Galant müsste wieder reinfahren, um wieder Punkte zu stoppen. Du musst jetzt die Punkte triggern im Endeffekt, ja, wenn sie auf Galant ist offen. Will. Johnny sieht zu, dass er da ein bisschen auf Distanz bleibt. Aber auf einer hat eventuell die Galant auch gucken, dass sie nicht auf Zeit spielt unbedingt, dass sie eventuell eine andere Möglichkeit, was zu machen. Weil es bringt alles vorne nichts. Ist interessant hier. Die Arizona hat jetzt ein Riesenproblem. Rennt. Ja. Mal schauen. Ich glaub, 7000, er rappt dagegen. Aber ich glaube, der hat davon noch Wassereinbruch gehabt. Bei dem Torbtreffer. Ich denke mal, wenn er jetzt noch einen zweiten Brand kriegt, sollte es auch für die Arizona gewesen sein. Ja, oder ein bisschen AP-Schaden, also. Genau, aber gut. Das noch hinzu. Aber er ist knapp jetzt so bei 10.000. Also, das ist. So ein Schlachtschiff musst du auch erstmal komplett rausnehmen. Das ist immer so eine Sache. Eben. Da kann man nicht sagen, ah ja, der brennt, ne? Ja. Ja, Feuer ist gelöscht oder ausgegangen. Eins von beiden, entweder gelöscht oder aus. 3-7. 3-1. Er hatte sich gegengeheilt gegen das Feuer. Er hat, glaube ich, nicht gerappt, bin ich der Meinung. Er hat sich nur gegengeheilt. Glaube ich auch. Könnte ausgegangen sein. Weil je nachdem, was man für Fähnchen und das alles drauf hat, könnte es hinhauen. Bayern muss jetzt den Fokus auf die Arizona machen. Es nützt nichts. Sie muss die Arizona jetzt rauskriegen, die Bayern. Bayern ist jetzt da unten im Zugzwang bei C. So, 5 Minuten noch. Naja, man ist 200 Punkte vor. Das ist nicht schlecht. Aber wenn ich überlege, die Arizona, 260, wow, okay, gut, da muss nur jetzt einmal... Jetzt sollte es aber durch sein. Zu weit, okay, aber die Galli hat die Reichweite. Jetzt kommen aber die Torps, die kommen quer rüber. Ich glaube, da brennt nichts jetzt an, oder? Das war jetzt die Arizona, von der Galli rausgenommen. Genau, das war wichtig, dass die Arizona draußen ist, jetzt müssen die vom C gucken, dass sie... Weil du hast die Fubuki jetzt probiert, das Manöver gefällt mir, durch die hohle Gasse nach C reinzufahren. Das gefällt mir außerordentlich gut. Das wollte ich gerade sagen, das ist doch das, was sein Team jetzt machen müsste. Die müsste jetzt die Fubuki von hinten reinschicken, damit sie der Bayern von hinten hallo sagen. Der Rest ist schön bei B. Und die Galisionär, die müssen so weit denken, dass sie das vorhat. Also muss man dann auch schon mitdenken. Wenn das jetzt so richtig läuft, macht die Bayern und die Galisionär das sogar richtig. Die Bayern fährt vorne raus, die Galisionär fährt der Fubuki entgegen. Und dann sollte es für die Fubuki eigentlich dreht ab, Geschichte sein. Probiert gar nicht mehr nach C reinzukommen, weil man jetzt auch sieht, dass die Jungs da auch wieder bei C auch zurückfahren. Und die Fubuki kann sich nicht erlauben, nur einmal aufzugehen. Der muss die ganze Zeit mit seinem Stealth arbeiten, mit seiner Tarnung. Wow. Ja, die Galli macht das jetzt eigentlich auch gut. Sie weiß ja nicht, dass die Fubuki wegfährt. Jo, Fubuki fährt weg. Ja, man probiert sich jetzt einfach bei B einzugraben. Also das... Man hat ja den zwei... Cap-Vorteil oder ein Cap vorne. Da muss jetzt irgendwie die Budjoni ist offen, die Budjoni ist offen, es kommt aber nur ein Shot. Okay, ist auch die Arizona da, die schießen kann. Johnny fährt jetzt in den Nebel rein.
Naja, da merkt man auch wieder, ne? Das ist eben der eine Nebel auch mehr jetzt. Das ist viel wert. Ich bin gerade am Überlegen, hast du aus deiner Perspektive irgendwie so eine Idee von wo man versucht jetzt den Angriff zu starten? Weil viel Zeit hat man auch nicht mehr, Angriff. ne? Nein, viel Zeit hat er nicht. Im Endeffekt, was jetzt die Arizona, die muss gucken, dass sie jetzt darüber schießt. Genau, die bringt es. Galant könnte jetzt gucken, dass sie eventuell noch das B-Cap holen, das Da C-Cap A-Cap laufen holen. Torps auf die Da kommen noch Bayern. Torps. Oh Genau, ja. und auf die Arizona laufen auch Oh Torps. ja. Der Und Fächer war auf. Gold wert. Ja, Ja. der war wichtig, der Torpfächer. Ja. Weil das kann Herr Godzilla wohl schlecht lange Genau, und da aushalten. kommt die Bojani vor. Und wenn die jetzt dann mit drei HE-Schiffen auf die Bayern losgehen, dann sollte es Ja, mit der da kommen Bayern auch auch gut. Da Torps. Also kommen die nochmal Bayern Torps. ist jetzt. Einen nimmt er auf jeden Fall mit. Und noch einen. Das Zwei war's. Jo. hätte ich. Das war, glaube ich, das entscheidende Treffen hier gerade. Ja, wieder zu weit, der ist wieder zu weit offen rangefahren. Der hätte da an den Inseln langfahren müssen. Einer meines Erachtens ist er zu offen in die Mitte gefahren von dem See, sozusagen. Das heißt, Ja, die ja. Galant. Ja, man nimmt jetzt A ein, 2 Minuten, aber das reicht nicht, um 300 Punkte, Nein. ja, 200, nee, 300 Punkte aufzuholen, mehr. Außerdem kriegen jetzt die Arizona schnell raus, um nochmal ein paar Punkte zu knapsen. Naja, Die also Galant ich kriegt eventuell leg noch, mich also. fest, Team 1, Tanko Tinko Team gewinnt. Ich würde auch sagen, aber ich Das gehe von aus, ist. dass das Team gewinnen wird, also dein Team. Naja. Ob es auch Torwartschießen gibt, Landi, vielleicht. Mal gucken. Was wollen wir denn nehmen? Kurfürst, der eine Minikase durch die Gegend schießt? Dann letzte Mal, genau. Ja, könnten vom Kaliber her, ja, muss ein bisschen stopfen, aber können passen. So. So, da kommt noch mal Torps rein. Ah, mal gucken. Die Chino. Nein, die laufen aus. Die sind Die sind ausgelaufen. ausgelaufen, kurz vorher. Ah, Heidewitzka. Ja, und wie die jetzt Ah, gefeit man sind, braucht haben manchmal auch Glück. Schwein ja, durch das gestreichelt heute Morgen beim Aufstehen. ja, Sehr gut. durch das Gefeixe haben wir eben nicht gehört, dass die Galli raus ist. Wir haben auch das Zeitliche gesegnet. Jetzt haben wir nur noch die Ja. Arizona und die Galant. Ja. Ja, Ja, finde die ich auch gut. Selbst Arizona. wenn du weißt, dass das nicht klappen wird, aber man probiert es wenigstens noch. Weil, was hast du zu verlieren? Nix. Ja? Eben. Ja. Und um Herrn Han Solo zu zitieren, erzähl mir nie, wie meine Chancen sind. Ja? Oh. Ja, Capes A ist auch wieder eingenommen. Ja, die Arizona geht nochmal nochmal all in. Ja, die Shinonomo, die schmeißt jetzt hier Dockteppich ohne Ende. Galant hätte jetzt eins machen können, wenn sie aus Kette gucken müssen, dass sie eventuell ungesehen zur Arizona kommt, dass sie die eventuell nochmal eins smoken kann. Aber ist auch nur alles Ja, Zeit, Zeitzögerung. das ist alles für die B-Note. Ja, Eben. das ist Einsatz künstlerischer A, die können. Ausdruck. Kommen noch. Ja, da kommt auch das GG vom Renegaten. Und es war auch ein GG. Also auch wenn man jetzt sagt, okay, nur ein Schiff wurde von dem Team rausgenommen, Da kommen jetzt nochmal die war Tor von der trotzdem, Galant, ja, aber ich denke und mal, alle. bevor die ankommt, wird das schon zu Ende sein. Jetzt ist nämlich nur noch, ja, die Galant offen. Ja. Vielleicht lässt das Gegnerteam ja noch einen Gnadenkill zu. Ja, Aber da da kommen noch die Torps, aber das geht auch zwischen die beiden ein Schiffe. Torp, eventuell noch die Arizona. Und dann ist aber die Zeit schon Und da kommt abgelaufen. schon der Sound, dass die letzten 10 Sekunden angebrochen Ja, sind. die Arizona nimmt noch einen mit. 3, 2, 1, Prost Neuer! Also, Gratulation an Team 1, an Tango Tingo, für die ersten 2 Punkte im, ja, in der zweiten entscheidenden Runde.